Ja, moin Freunde, willkommen bei mir im Garten. Die Kugel ist schon vorgeheizt oder die ist gerade richtig in Fahrt gekommen. Ich habe hier nach meinem letzten, nach meiner letzten Begegnung mit dem bunten Bentheimer, habe ich mir hier noch was organisiert. Und zwar sind da so Koteletts mit dem Fettdeckel und noch mit Schwarte. Ich werde von einem die Schwarte abschneiden. Und die eine Schwarte lasse ich noch dran. Ich versuche es. So. Und dann werden wir gucken, ob wir die Schwarte auch so ein bisschen aufgepoppt bekommen. Aber das hat ja schon mal gut geklappt hier. Und diesen Fettrand werde ich mir hier einfach mal so ein bisschen anschneiden, damit das Fett so ein bisschen schmelzen kann. Ich hatte es jetzt eine Stunde draußen liegen bei Zimmertemperatur, damit wir schneller auf die Kerntemperatur kommen von ungefähr 52, 54 Grad. Und das Stück lasse ich halt so. Ich werde mal sehen, wie sich das gleich macht. Wir möchten heute auch noch mal was Neues ausprobieren, was ich so bis jetzt überhaupt noch nicht kannte. Ich habe einen ganz netten Kontakt gehabt diese Woche und der Leo, er ist der Erfinder von diesen Soßen hier. Es ist richtig klasse, es ist einfach hier scharfes Möhrchen, hier ist die Schärfestufe 3 von 5. Dann haben wir hier Pflaume Lavendel, dann haben wir hier Aubergine Relish und dann haben wir heiße Beete. Die ganze Geschichte ist für mich wirklich, ja, ich kenne die ganze Geschichte nicht und wir haben telefoniert, ich fand es interessant und habe gesagt, ich möchte es mal probieren. Riechen tut es klasse. Und so sieht das Ganze aus, ich werde mal öffnen. Der Schirm, der reflektiert jetzt so ein bisschen. Die Konsistenz ist so ein bisschen, Moment, das war mal von hier. Die Konsistenz ist so ein bisschen dicker, also ist nicht wie so eine Barbecue-Soße jetzt flüssig. Und das kann man auch halt für viele verschiedene Sachen verwenden. Was wir heute machen ist, ich werde das Fleisch nicht würzen, nicht marinieren. Ich werde das Fleisch dann hinterher mit diesem Relish, deswegen habe ich 4 Löffel, werde ich das dann probieren und unter anderem aber auch mit dem 5 Pfeffer. Geilste Gewürz. 5 Pfeffer Spice World. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen das Fleisch jetzt erstmal grillen, damit wir es auch verkosten können. Ich habe keine Briketts, ich habe Grillkohle. Und wir sehen, wie wir das schon vom letzten Mal kennen, haben wir ordentlich Feuer. Einmal zumachen, von jeder Seite kurz scharf angrillen. Ja, so eine Minute, eineinhalb. Wir werden die ganze Geschichte gleich wenden. Unten kann ich ja schon mal zumachen. So, ich... Zack. Dabei ist halt Vorsicht geboten. So, einmal drehen. Da ist ordentlich Hitze, verbrennt euch bitte nicht. Wenn ihr so fettes Fleisch habt, so fettiges Fleisch, dann muss man da echt aufpassen. So, nochmal Deckel zu. Beim Aufmachen muss man echt aufpassen, wegen dieser, da kommt Sauerstoff wieder dazu, Fett fängt an zu brennen, es schlagen die Flammen auf. Die ganze Geschichte ziehe ich dann indirekt, mache die Schieber, regel mir die Schieber ein und werde das auf die Kerntemperatur ziehen. Dann hole ich, so, ich muss in Deckung gehen, Vorsicht, zack, da haben wir wieder die Flammen. So, jetzt können wir die ganze Geschichte schon drehen. Ah, schaut euch das an, was für eine schöne Farbe. Und da auch. Das gleiche machen wir jetzt halt auch von der Seite. Eine Minute, dann einmal kurz drehen, kriegen wir ein schönes Grillmuster hin. Und wie ich schon gesagt habe, indirekt ziehen auf 52 Kerngrad Temperatur. Das reicht bei Schweinefleisch. Bei gutem Fleisch muss es nicht unbedingt komplett durch sein. Ja, und dann ist es dann halt so, dass wir das gleich alles verkosten und ich werde euch aber auch noch mal zu den Relish, werde ich euch noch mal was erzählen, denn ich habe noch mal eine Überraschung für euch.
Bleibt also bis zum Ende dran. Das Fleisch ist mega, ich freue mich schon. Freunde, wir machen einen kurzen Cut. Wenn das Fleisch gleich fertig ist, sehen wir uns zum Verkosten. Und ja, dranbleiben, bis zum Ende. Freunde, es ging ruckzuck, das hat, glaube ich, keine 10 Minuten gedauert. Wir haben eine Mordshitze. Ich grille ja heute nicht über Briketts, sondern das Thermometer ist über 300 Grad. Ich habe die Schieber ja schon runtergestellt. Das Fleisch ist auf jeden Fall fertig. Also sieht super aus, schön saftig. Und ich werde es jetzt hier runterholen. Oh. Nicht verbrennen. Hier aufs Brettchen. Schaut euch das mal an. Das ist der Hammer. So sehen die guten aus. Was habe ich mir jetzt gedacht, wie ich das mache? Da die Temperatur ist sogar schon so eben ausstellen hier. Ich werde mir das jetzt vom Knochen runterschneiden. Nichts verschenken. Dann werde ich das in So, dann werde ich das gleich in dünne Scheiben schneiden. Und wir sind bis auf hier das Stückchen, sind wir auf jeden Fall, haben eine super Farbe. Und schaut mal, ich habe hier ein bisschen leicht reingedrückt, das ist wie Butter. Also das ist echt, das Fleisch ist echt genial. Das ist wirklich mein Lieblingsfleisch. So, was ist eigentlich aus unserem Fettdeckel geworden? Ja, die müssen wir abschneiden. Die ist zwar kross geworden, aber ich denke, die lässt sich nicht essen. Schaut euch das an. Also das erste Fleisch, was wir hatten, das war etwas dicker, das ist jetzt etwas dünner, das hätte fast, also die beiden Kotlets hätten schon fast zusammengekonnt, das wäre halt dann für mich persönlich vom Grillen her, ich bin mal gespannt, aber ich denke nicht, das kann man nicht, das bekommt man einfach nicht trocken bei dem Fettgehalt. Jetzt mache ich Folgendes, ich werde ein bisschen umrühren, mir hier was von, oh, den anderen nehmen. Um den Geschmack nicht zu verfälschen. Den können wir drin lassen. Das ist auch nur was für eine super Farbe. Das ist wirklich noch ganz neu. So, jetzt werde ich mir hier so ein Stück nehmen und einfach mal so ein bisschen von diesem Relish. Das Fleisch ist mega. Mega. Man muss es noch nicht mal würzen, das habe ich schon mal gesagt. Hier haben wir auch ein bisschen Schärfe drin, Schärfestufe 4. Die Schärfe kommt dann im Nachhinein und der Geschmack ist schon mal Bombe. So, jetzt probieren wir mal. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier ist. Aubergine, glaube ich. Ich esse an sich immer sehr gerne Aubergine. Mh, fruchtig. Und dann kommt da, ich kann das nicht beschreiben, sehr interessant, sehr lecker. Und das Fleisch ist Bombe. So, jetzt probieren wir das mal hier. Das war auch was. Boah. Ich habe sowas noch nicht gegessen. Das ist Pflaume. Pflaume und bisschen Lavendel. Es ist nicht dominierend. Aber wir haben eine Süße, passt super zu Schweinefleisch. So, und da bin ich echt gespannt, was es jetzt ist. Das ist auch mit ein bisschen Schärfe drin. Das ist ein Chutney. Ist ein, das scharfe Möhrchen. Und da bin ich mal gespannt. Süß und scharf. Mhm. Ja, jetzt kommt die Schärfe. Man hat aber nicht die Süße, die man so von der Karotte kennt. Meine Favoriten, persönliche Favoriten, das müsst ihr mal ausprobieren, wer das mal mag, ist auf jeden Fall das hier. Nochmal auf das Gläschen gucken. Ja, hier die Beete, die Beete. Die ist top, auch die Schärfe, mega. Und hier die Pflaume. Die Pflaume ist, das ist so,
Das ist so ein bisschen scharf und die Beete kommt schon durch. Und hier bei dem ist eher süß. Bei der Pflaume. Das sind auf jeden Fall meine Favoriten. Der ist auf, auf dem zweiten Platz und das Möhrchen ist bei mir auf dem dritten Platz. Hm? Und das Gute ist, man kann das auch für andere Sachen verwenden. Auf ein Stück Baguette, beim Salat, beim Ciabatta, schlag mich tot. So, das Fleisch kann ich euch jedem nur empfehlen. Also ich habe es jetzt ohne Gewürze gegessen, nur mit den Chutneys und mit dem Relish. Mega, hier sind sogar noch Stückchen drin und hier auch. Genial. Und das ist so püriert. Jetzt kommen wir aber mal zum Schluss. Ich habe ja gesagt, ich habe noch was für euch. Ich bin ja kein Egoist. Ich habe ja mit dem Leo telefoniert und habe zum Leo gesagt, ich verkoste das gerne. Ich wurde dafür jetzt auch nicht bezahlt. Aber ich habe zum Leo gesagt, wenn ich das verkoste und wenn ich das mal in meinem Video vorstelle, möchte ich zumindest mit euch so ein Set, so ein Vierer-Set teilen. Das heißt, ich habe nicht nur vier Gläschen bekommen. Ich hätte jetzt meinem Kameramann die vier schenken können und nichts sagen können, aber das mache ich nicht. Die vier, er kann ja jetzt gleich probieren. Die vier bekommt einer von euch. Die verlose ich und zwar wird das so passieren, ich werde das nicht öffentlich machen können wegen dieser ganzen neuen Datenschutzgedöns, aber ich werde auf jeden Fall einen ziehen und werde den kontaktieren und ihr könnt jetzt diese vier Gläschen gewinnen, wenn ihr unter diesem Video kommentiert und einen Daumen nach oben gebt, schreibt einfach was dazu. Also, ihr habt die Chance, einer von euch so ein Set zu gewinnen. Mit den Gläschen? Ein Rezept? Das beste Rezept kriegt die Gläschen. Ja, nicht Rezept, das wäre schon, es ist ja nicht jeder Koch, wir machen so, ihr könnt mir vorschlagen, wo ich die Dinger in einem meiner nächsten Videos verwenden könnte, was man so damit Schönes anrichten könnte, das wäre eine Idee, als Kommentar. Ja, an dieser Stelle, das Fleisch wird jetzt kalt. Meine Familie, die versammelt sich schon hinterm Kameramann und wir werden jetzt das Fleisch essen. Und die anderen dürfen jetzt auch diese Relish und, ich vergesse mal den Namen, und die Chutney probieren. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle bis zum nächsten Video. Bis dahin.